Und das ist halt so, wenn dein Sohn irgendwie auf der Rücksichtsbank dann sagt, ja, Papa, wie kann es eigentlich sein, dass einer wie Putin in den Himmel kommt, wenn alle in den Himmel kommen oder wenn Jesus für alle gekommen ist oder wie auch immer, dann bist du mittendrin. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin heute hier im Studio mit Matthias. Hi, cool, Hi, dass du Debbie. Da bist. Stell dich super gerne einmal kurz vor. Wer bist du so? Matthias Kleibömer von der Stiftung Kreative Kirche. Schon seit 15 Jahren dort und im Moment zuständig für die ganze Kommunikation, alles was damit zu tun hat. Und ich mache das hauptberuflich, ja. Hauptberuflich in der kreativen Kirche. Genau, ja. Da stelle ich mir vor, dass das auch ganz schön fordernd manchmal ist und vor allem auch ja oft bestimmt nicht bei diesen beruflichen Tätigkeiten bleibt, sondern irgendwie auch überschwappt ins Privatleben. Oder? Immer, nur. Also Kreative Kirche ist meine zweite Identität, meine Lieblingsjacke, Lieblingshose, ist meine Heimat. Ich habe mich zuerst geistlich dort zu Hause gefühlt und habe dann erst angefangen, da zu arbeiten. Und das ist ein wichtiger Teil meiner Identität und es ist ganz toll für mich, da mit Menschen zusammen diese Arbeit zu machen. Was genau machst du da? Ganz kurz vielleicht einmal. Ja, ich habe ursprünglich mal Theologie studiert und habe dann bei der Kreativen Kirche erst mich mit Fundraising beschäftigt und dann bin ich so in die Kommunikation reingeraten und das mache ich immer noch. Und durch Corona bin ich dann so zu so einer Art Online-Pastor geworden mit Videogottesdiensten, die wir machen, Wohnzimmergottesdienst, so ein ähnliches Studio wie hier. Und ja, das finde ich super, hat sich super entwickelt für mich persönlich. Und du bist jetzt auch Autor. Genau, ich habe ein Buch geschrieben über mein Leben als Christ in einer ungläubigen Familie. Ich habe eine Atheistin geheiratet und ja, wir kriegen das schon seit 15 Jahren, ich finde, ganz gut hin. Und da habe ich gemerkt, das ist für viele andere auch ein Thema. Und da habe ich ein Buch drüber geschrieben und zufällig habe ich auch eins mit. Ach komm, ja. Zeig mal. Ja. Es heißt Sonntagmorgen Single, wie es ist, der einzige Christ in der Familie zu sein. Genau. Das ist über dein Leben. Das ist über mein Leben und über meinen Glauben und wie man es hinkriegt. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass ich in so einer Art Dreiecksbeziehung bin. Und die beiden anderen Pole in diesem Dreieck, die begegnen sich nicht so unbedingt. Ne? Das heißt, dein Glauben oder Gott und deine Frau, die haben nichts miteinander zu tun und du genau. Aber mit beiden. Genau, das ist so die Position. Ne? Wir sprechen gleich auf jeden Fall nochmal so darüber, was das für dich genau bedeutet in der Familie und ja mit in der Beziehung und in der Beziehung mit Gott und so. Aber vielleicht vorab, wie bist du denn dazu gekommen, darüber ein Buch zu schreiben? Ja, ich habe immer nach Predigtthemen gesucht für den Wohnzimmergottesdienst, wo wir über Dinge sprechen können, die vielleicht auch mit dem Leben von Menschen zu tun haben. Also nicht so streng nach der Ordnung der evangelischen Kirche, wie das halt so bei uns ist. Und dann habe ich darüber gepredigt und habe zu diesem Thema so viele Zuschriften bekommen wie zu keinem anderen Thema. Das heißt irgendwie, Matthias, ist ja spannend, wie machst du das, wenn deine Frau nicht an Gott glaubt oder wie? Genau, mir geht es auch so. Ich habe die und die Erfahrungen damit gemacht und kritische Stimmen gibt es auch immer, das gehört auch dazu. Und dann wollte ich eben Menschen weiterhelfen und Literatur empfehlen und da habe ich festgestellt, es gibt kein Buch dazu. Ist denn Glaube und wie ihr so damit umgeht bei euch in der Familie ein Thema? Ja, ist es nicht jeden Tag natürlich, aber es ist ständig ein Thema, so würde ich sagen. Also zum einen, weil meine Frau eine super Ratgeberin ist für meine Predigten. Ach was? Ja, weil sie grundsätzlich Theologie logisch, systematisch schon verstanden hat. Die hat ja natürlich auch mal Religionsunterricht gehabt und sowas alles. Und das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass mit Kindern das eigentlich immer ein Thema wird. Meine Kinder sind 9 und 11 Jahre alt und die bringen natürlich Fragen mit und die bringen Themen mit. Und das ist halt so, wenn dein Sohn irgendwie auf der Rücksichtsbank dann sagt, ja, Papa, wie kann es eigentlich sein, dass einer wie Putin in den Himmel kommt, wenn alle in den Himmel kommen oder wenn Jesus für alle gekommen ist oder wie auch immer, dann bist du mittendrin. Oh ja, das glaube ich. Es gibt ja, ich würde sagen, vor allem in wertkonservativen Kreisen auch häufig so eine Warnung davor, irgendwie jemanden als Partner oder Partnerin zu wählen, der oder die jetzt nicht glaubt oder mit dem Glauben unterwegs ist. Damit wirst du ja vermutlich auch oft oder manchmal dann konfrontiert, oder? Wie ist das? Es geht. Ich bin da in früheren Zeiten schon mal. Es ist eben so, ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Also wie viele Menschen trifft man, die man
so liebt, dass man sagt, okay, das ist wirklich was, was für das ganze Leben wirklich funktionieren kann. Und ich halte das für ein unheimliches Geschenk. Und natürlich ist in meinen Lebensplanungen, die man so als jüngerer Mensch hat, drin gewesen, dass ich eine Christin heirate. Aber das hat sich halt nicht so ergeben. Also ich muss sagen, ich wusste genau, worauf ich mich einlasse, weil wir vorher schon 15 Jahre befreundet waren, bevor wir ein Paar geworden sind. Und was ich aber schon immer wusste, war, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit in Glaubensfragen trotzdem die gleichen Werte haben. Ach, spannend. Was ich für ein super Fundament für eine Beziehung halte. Also ich halte das selber für viel wichtiger als gemeinsame Hobbys, Interessen und sowas. Ja. Das heißt also, wir haben in vielen Fragen weniger Meinungsverschiedenheiten, als ich bei anderen Paaren gelegentlich beobachte. Vielleicht ein bisschen eine provokante Frage, aber hast du denn manchmal Hoffnung oder wünschst dir, dass deine Frau irgendwie auch noch gläubig wird? Ich wünsche mir das total. Aber ich betrachte sie nicht als Missionsobjekt. Ja, das war die Frage. Das ist keine Basis für eine Beziehung. Also du kannst ja, glaube ich, insgesamt in der Beziehung nicht daran gehen und sagen, ich heirate jetzt einen Menschen und jetzt wirklich fürs ganze Leben. Also ich finde, das ist wirklich jetzt eine Entscheidung fürs ganze Leben und nicht nur für eine Phase oder so. Hast aber im Hinterkopf, eigentlich will ich ihn noch an einem Punkt verändern. Zum einen, weil ich weiß, ich kann es nicht, sondern der Glaube kommt aus dem Heiligen Geist. Und zum anderen, weil das keinen guten Spirit in die Beziehung bringt. Aber natürlich heimlich wünsche ich mir das. Und das auch weiß, öffentlich jetzt. Ja, ja. Ja. Und das weiß deine Frau ja bestimmt eigentlich auch. Das weiß sie eigentlich auch, aber ich mache jetzt nicht, also was ich wirklich gar nicht mache, ist so irgendwelche Sprüche in der Richtung, so nach dem Motto, du wirst es eines Tages auch noch begreifen. Ja. Und so, ich halte davon gar nichts. Das gibt nur schlechte Atmosphäre und bringt es gar nicht. Ich meine, wir haben ja als Christen und Christinnen auch so die Hoffnung, gerade irgendwie auf den Himmel und dass wir irgendwie errettet werden und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ja irgendwie schon noch so eine Sorge da ist. Ja, wie ist das denn jetzt eigentlich dann bei meiner Frau? Genau, das ist auch eine große Sorge. Und das habe ich auch relativ deutlich so beschrieben, dass ich manchmal, wenn man so, es gibt ja manchmal so ein Blues, ne? Also wenn du irgendwie denkst, okay, das ist jetzt hier alles zeitlich und irgendwann ist das vorbei und so. Und das ist eine Sorge, die ich schon auch in mir trage. Und ich glaube aber, dass letztlich das Gericht und die letzten Dinge und so, das ist ein Thema, wo ich vor allen Dingen um mich selber mehr Gedanken machen muss. Also, ich weiß, dass Gott mich liebt und trägt und so. Aber Heilsgewissheit, das ist etwas, wo ich sage, ja, ich weiß, es ist alles Gnade, aber ich bin auch echt auf Gnade angewiesen, weil gerade ich jetzt als jemand, der auch predigt und so, ich weiß ja, wie oft ich Dinge auch nicht hinbekomme. Ja? Aber jeder. Jeder, oder? Ganz ja. Genau, jeder. Ja. Ja. Aber das meine ich damit, verstehst du? Ich kann jetzt nicht sagen, nur weil ich mich zu Gott bekenne, fühle ich mich geretteter, als sich meine Frau fühlen sollte oder so. Das ist ein Gedanke, der ist mir ein bisschen fremd, ehrlich gesagt. Ah, okay. Ne? Theologisch ist mir das völlig klar, aber es toucht mich nicht so. Aber ansonsten ist das ein Gebetsanliegen, finde ich. Matthias, in deinem Buch schreibst du ja aber vermutlich auch sehr hoffnungsvoll. Ja, absolut. Genau. Bei aller Schwere, die das Thema ja auch haben kann und darf und ja. Einfach hat. Ja. Was macht dir so für dein Leben in deiner Familie am meisten Hoffnung? Also erstmal, das eine ist, es bringt dich weiter, wenn dein Partner dich auch mal in Frage stellt. Da würde ich zustimmen. Ich würde das gar nicht so sehen, dass eben eine gelungene Beziehung ist, wo man immer einer Meinung ist. Und gerade jetzt die Fragen, die sie hat an den Glauben, die haben mich unheimlich weitergebracht. Wahrscheinlich, weil sie so einfach auch so grundlegende Sachen mal ganz neu in Frage stellen, die einfach bei uns so floskelhaft irgendwie schon so ganz verankert genau. Sind. Genau, also das heißt, du sagst irgendeine Floskel und alle nicken im Kreis, dann bist du im christlichen Kontext, ja. Und du sagst dann den gleichen Satz und triffst zu Hause auf völliges Unverständnis, leere Blicke, ja, oder totale Irritation. Und das bringt einen schon richtig weiter. Liebe ist doch ein wunderbares Geschenk. Und eigentlich ist das ja diese Dreiecksbeziehung, in der ich bin, das ist ja eine totale Luxussituation. Ja? Ach wie. Also von zwei Seiten geliebt zu werden gewissermaßen. Ne? Und dass das manchmal zu inneren Konflikten führt, das ist alles ein Luxusproblem, das ich ohne die Liebe nicht hätte. Aber dafür würde mir auch auf
beiden Seiten unheimlich viel fehlen. Und deswegen bin ich total dankbar dafür. Okay, und genau zu diesem Thema hältst du ja auch ein Seminar beim Spirit-Kongress Anfang September. Genau, das ist eine neue Veranstaltung, die wir gemacht haben mit der Kreativen Kirche. Es ist halb Festival, Feier, Party, Worship und halb Kongress, also Input für das Leben, für den Alltag, für den Glauben. Und ich gebe ein Seminar dazu und möchte gerne mit Menschen in Austausch kommen, denn ich glaube, dass solche Veranstaltungen eine super Möglichkeit sind, eben den Glauben zu leben, wenn es zu Hause nicht geht. Es sind auch viele Bekannte dabei, Johannes Hartl kommt, Samuel Rösch und viele mehr, Könige und Priester. Also es wird ein tolles Wochenende, 1. bis 3. September in Bochum. Wir blenden euch unten in der Infobox einfach nochmal alle Informationen zum Spirit-Kongress ein und dann könnt ihr mal super gerne auf der Website vorbeischauen und vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, für den dein Seminar genau das Richtige wäre, dann verweist ihn oder sie doch ganz gerne an den Spirit-Kongress. Vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video und dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wenn euch Themen wie diese interessieren, dann klickt gerne einmal auf Abonnieren und lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann im nächsten Video und ich sag mal bis dann. Ciao! Und tschüss, Matthias. Tschüss.